Moini, da bin ich wieder, die rasende Ronja, Raging Ronja, mit Forbidden West. Wir müssen hier den Schlängelzahn gleich bekämpfen. Ich bin gerade eben in der letzten Runde gestorben. Ich kann gar nicht mehr wiederholen, weswegen wir hier überhaupt sind. Also irgendwie waren wir bei der Hauptquest und dann waren wir abgekommen davon und wollten eine schöne Rüstung. Und für die schöne Rüstung mussten wir irgendwelche Verträge machen. Und dann waren die Verträge vorbei und dann waren die doch nicht mehr vorbei. Und jetzt müssen wir irgendwie hier einen Typen suchen, der gestorben ist und seinen Schlüssel wiederfinden. Ach, keine Ahnung, Leute. Ich So, muss einen Schlängelzahn und jetzt neu bekämpfen. starten. Oder auch nicht. Genau. Hier machen wir mal so ein paar Fallen hin und der ist auch doof gegen Feuer, also machen wir hier ein paar Feuersachen hin. Das tat Ich mir jetzt kann schon noch. weh. So. Und ich habe mir jetzt gerade ganz viele Gesundheitstränke gemacht, aber ich muss irgendwie. Kannst du hier mal hinkommen? Fernkampf, Fernkampf, Fernkampf. Nee. Danke. Aua, das tat mir weh. Ich muss irgendwie noch Bären dazu zusätzlich sammeln, weil oh, die Tränke allein reichen nicht aus. Oh Gott, oh Gott. Nee, das ist irgendwie gar nicht gut. Komm, put, 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 put. Du schießt doch wieder mit irgendwas auf mich, oder? Das Ding da hätte ich gerne abgemacht. Bist du nicht so für, ne? Ich sehe gar nichts mehr. Ach, danke schön. Können wir hier mal weg? Also ich würde mich gerne irgendwo hinter verstecken. Und außerdem würde ich gerne nicht direkt sterben. Das ist ein Stein. Das ist einmal Essen, das kann ich gleich zu mir nehmen. Mutstoß habe ich vergessen. Stoß. Keine Muni mehr für Mutstoß. Boah, das war daneben. Das Ding muss ab. Kanonen da hinten. Oh, Bärchen. Warum ist die denn überhaupt wieder dran? Wie oft muss ich hier abschießen, damit die dran. Also. Das ist zu spannend. Komm schon, komm schon! What? Weg hier, in diese Richtung am besten. Kommst hier rüber? Schlängelbengel. Schieß mal einmal da drauf. Das tat ihm dolle weh, sehr schön. Ich würde gerne diese Dinger da abschießen. Ja. Au, au, au. Ist mal ein bisschen was, Aloy. Mampfi, Mampfi. Oh, das war auch nicht schlecht. Komm mal hier rüber.
Fernkampf? Da. Aua. Okay. Nee, nicht mit dem Frostdinger. Fernkampf. Hallo. Schneller. Okay, wir verstecken uns hinter dem Ding hier. Gleich haben wir es vielleicht. Es gab eine Kettenreaktion, sehr schön. Jetzt hat er sich selbst vergiftet. Okay, Plan. Planänderung? Oh! Ich hab die Nase erreicht. Voll von dem Laden. Ist so, ich hab auch die gestartet. Nase voll. Danke, Aloy. Zumindest eine, die mich versteht. Ich hab die Nase voll von dem Laden. Ja! Stark. Meine Güte. So. Ich sammle jetzt auch gar nicht mehr die Falle da hinten auf. Weil ich einfach hoch will. Ressourcen habe ich eigentlich meistens. Diese Maschinenüberbrückungen sollten nützlich sein. Danke. So cool. Was können wir jetzt überbrücken? Die Frostklaue können wir jetzt überbrücken. Rotaugenwächter, cool. Panzerwanderer, cool. Kletterkiefer, cool. Ein Behemoth, sehr ich cool. Ich muss wohl einige der Überbrückungen wiederherstellen. Kirscher, auch cool. Panzerschnapper. Stachelschnauze, beschädigt allerdings. Versänger, okay. Cool. Feuerklaue auch, aber beschädigt. Dafür muss ich dann immer so Teile sammeln, wenn die beschädigt sind. Zack, Musik zu Ende, zack, Musik weiter. Und kann dann die Überbrückung wiederherstellen bei Gaia. Gaia ist ja im Moment nicht da. Schätze, ich sprenge mir den Weg hier raus. Ja, kein Problem, das kriegen wir hin. Das habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass hier auf der Rückseite so ein... Ich dachte eigentlich, dass da so eine Metallblume ist, aber... Ich löse eine Kettenreaktion aus. Ja, piff. Einfach nur Puff gemacht. Ich dachte, es macht Peng, Gravum, Spam. Aber nein, es macht Puff. Genau, und dafür müssten wir zur Basis, um die wieder herzustellen. Haben wir den Schlüssel eigentlich jetzt gefunden? Ich habe gar keinen Schlüssel gefunden. Habe ich einen Schlüssel gefunden? Ich bin völlig durcheinander. Ich habe gar keinen Schlüssel jetzt gefunden. Wie ist die Quest ja nochmal? Beuteverträge. Hier, Beuteverträge. Kollege und Schlüssel. Hier plündere den Schrotthaufen. Danu muss Varens verschlossene Truhe öffnen. Leider ist der Schlüssel verloren gegangen, nachdem Varend einen Donnerkiefer vom... Ja, wie? Plündere den Schrotthaufen. Habe ich verpasst, hä?
ist Warend gestorben. Ich muss noch seinen Schlüssel finden. Der Kampf mit dem Schlängelzahn in der Brutstätte führte wohl zum Einsturz. Aber da drin ist wohl nicht noch was Nützliches übrig. Außer den Schlüssel? Hallo? Schlüssel? Das ist ein tolles Ding. Ich muss den Wasserfall hinaufklettern. Schauen, ob der Kletterkiefer etwas dagelassen hat. Hätte ich niemals da reingemusst dafür. Ich hätte niemals da reingemusst dafür. Ah, Leute, ich hätte einfach nur hochklettern müssen. Da. Und dann hoch. Und da rechts ist noch was. Okay. Wir hätten gar nicht in die Brutstätte gemusst. Es war berechtigt, dass Aloy am Anfang gesagt hat, dann suche ich später nach Porgos Schlüssel. Ich bin so ein Idiot, ne? Mal sehen, ob da... da ist er ja. Ein Schlüssel, bereit zur Auslieferung. Da war er einfach so hier oben. Die ganze Zeit über. Und ich renne in die doofe Brutstätte. Nein, die war mega cool. Es war wirklich mega cool, auch wenn ich sehr viel gemeckert habe. Auch wenn ich die Nase voll von dem Laden habe. Ich war fest davon überzeugt, dass der Kletterkiefer den mit in die Brutstätte genommen hat. Hat er nicht gemacht. Ich fühle mich ziemlich doof jetzt. Gut, wir müssen zurück. Hier vorne hin. Und wir nehmen das Fragezeichen mit. Wo? Hier ist Warend gestorben. Ich muss noch seinen Schlüssel finden. Hä? Wir haben den Schlüssel doch gerade gefunden. Kehre zu da nur zurück. Ja. So. Reitmaschine. Das ist ziemlich hübsch hier. Kannst du auch schwimmen? Ich denke, das ist ein Nein. Ich kann schwimmen. Da kann ich auch nicht durch. Da kann ich auch nicht durch. Oder? Kannst du hier drüber? Ja. Ups. Da sind Rotaugenwächter. Hierfür gibt es etwas Besseres als Feuer. Ja, Überbrückungen gibt es dafür. Überbrückungen. Steig mal ab. Ich glaube, da ist grün Glanzgedöns. Versunkene Höhle, der Regenpfad. Okay, ja, das nehmen wir mit. Mal so ein bisschen entspannt in einer anderen Höhle rumösseln. Ui. Ui. Kleine Fischis, hallo Fischis. Glanz. Oh, wie hübsch. Oh, hier eine Koralle. Wow. Und noch mehr Grünglanz. Eine Ansammlung direkt. Wow. Da kann ich hochklettern. Und ich höre nochmal Viecher.
Ich habe die nötigen Daten, um Rotaugenwächter zu überbrücken. Kannst du hier das hier einfach... So. Da ist nochmal eine Ansammlung. Und den kann ich entsperrt. Den kann ich auch überbrücken. War doch noch irgendwo noch mal so ein Schwamm. Das hat ja gut geklappt. Erledigt. Echt? Sieht nicht so aus. Jetzt er. Nee, ich hab grad eigentlich gar keine Lust weiterzumachen hier. Leute. Ich hab die Nase voll von diesem Laden. Mehr. Keine Muni. Ja. So kaputt. Wo ist der Kletterkiefer? Da. Aua. Pass auf. 1, 2, 3. Pause. Wo bist du hin? Mehr da. Meine Güte. Und alles für so ein bisschen Loot. Ach ja, gut. Da oben ist noch mal was. Klettern wir einmal hoch. Halb tot hier, ne? Ein Datenpunkt. Verpasste Chance. Verpasste Chance. Daten beschädigen minimal. Ich hätte in diese blöde Hohle-Achterbahn einsteigen sollen. Das war Lauren Hansen. Lauren Hansen hat mich gefragt, ob ich mit ihr fahren will. Mich! Und ich sollte dafür nicht mal ihre Hausaufgaben machen. Ich sehe es vor mir. Wir hätten nebeneinander gesessen. Vielleicht hätte sie ein bisschen Angst gehabt und ich hätte ihre Hand gehalten. Ich hätte mir Sorgen gemacht, dass meine Hand zu schwitzig wird und versucht, mir beim Looping nicht in die Hose zu machen. Vielleicht hätte ich danach genug Adrenalin im Blut gehabt, um sie zu fragen, ob wir bei Bonnies noch einen Milchshake trinken gehen. Ich hätte sie später nach Hause gebracht. Vielleicht hätte ich gefragt, ob ich sie küssen darf. Wir hätten die Schule zu Ende gemacht, wären aufs College gegangen, hätten geheiratet, ein Haus gekauft, vielleicht mit einem Zaun drumherum und Deko-Flamingos im Garten. Wenn schon, denn schon, oder? Stattdessen habe ich so getan, als hätte ich sowas
hätte ich was im Souvenirladen vergessen. Und jetzt werde ich sterben, eingeschlossen in einer Mine, während ich über den größten Fehler meines Lebens nachdenke und Roboter die Welt vernichten. Wo immer du bist, Lauren, ich hoffe, du hast es besser getroffen. Oh Mann. Oh Mann. Das Ende der Welt ist aber auch wirklich das Ende für diese Person. Das ist ja furchtbar. Auch sehr witzig. Oh Mann, das ist ja wirklich... Er hätte einfach in die Achterbahn steigen sollen mit Lauren. Witzige Side-Info hier. Cool. Wo komme ich hier hin? Nirgends, ne? Kannst du hier mal runter? Ich komme! Mann, Mann, Mann. Und jetzt muss ich wieder zurückschwimmen? Nee, ne? Da oben ist mein Viech. Ich möchte aber nicht zurückschwimmen. Ich möchte weiter. Weiter. Also von da komme ich. Das da, das kenne ich noch nicht. Plansch! Sorb. Knurix. Hier ist nichts. Hier ist nichts, Aloy. Hier ist einfach nichts. Schade. Einfach gar nichts. Ich möchte aber wirklich nicht zurückklettern. Zurück ist für Leute, die nicht wissen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, das muss wohl so. Dann müssen wir zurück. Ungewöhnlich, oder? Dass man so einfach zurückschwimmen muss. Aber schön Loot gefunden. Oh, ich bin ganz fasziniert. So, und kämpfen darf ich jetzt erst recht nicht mehr. Wir ducken uns mal hier kurz, gucken nach der Zeit. Und gucken nach der Karte. Ja, da kann ich hinlaufen. Wo? Oh, dort oben. Pirscher-Gebiet, ne? Muss ich aufpassen. Wie 200 Meter. Moment. Okay. Das sah gerade auf der Karte anders aus. Frech. Ist das Knochen? Nein. Puh. Okay, aber wir haben ein paar Bärchen wieder gesammelt. Apropos Bärchen. Nee, 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 nee. Ich sage apropos Bärchen. Du sagst nicht apropos Bärchen. Okay, und da ist schon wieder ein Pirscher. Nee. Was bist du für ein Ding? Werde ich bald brauchen können. Ein Säurekrallenschreiter. Ich möchte aber wirklich einfach nur zu Danur. Zack. Zack. Zack, zack, zack. Da bin ich schon wieder. Schnell speichern.
Hui. Seit wann entscheidet da nur für uns, was wir tun? Ich habe Varens Schlüssel. Er ist also wirklich tot. Er war ein guter Mann. Zumindest hat er euch gerettet. Hoffentlich verschafft der Schlüssel ihm die verdiente Ehre. Wie sie geguckt hat. Ich glaube, so habe ich auch gerade geguckt. Ist da eine Rüstung für mich drin? Eine Karte. Eine Karte. Mit markierten Beuteplätzen. Beuteplätze, ihr macht mich fertig. Er wollte, dass wir seine Arbeit beenden. Ja, dass wir die Rüstung bauen. Aber die Leute sind verletzt und müde. Ich kann das nicht verlangen, Aloy. Hast du noch Zeit für weitere Verträge? Na klar. Was soll ich für dich tun? Varent hat einen Strand markiert, den wir entdeckt haben. Ich glaube, ich weiß, was er wollte. Behemoth und die Stachelschnauzen, die sie stärken. Verstärkte Behemoth-Teile würden die Rüstung eisenhart machen. Ich werde es versuchen. Nee. Überlass das mir. Varent hat eine Bucht auf der Karte markiert. Anscheinend suchte er etwas unter Wasser. Finde für mich heraus, was er dort gesucht haben könnte. Und bring es hierher. Ich werde sehen, was ich tun kann. Na klar. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück. 3 Milliarden Verträge noch lösen, bevor ich endlich meine Rüstung dafür bekomme. Mensch. Wie die mich ja einfach hängen lassen. Ey, kannst du uns mal bitte die krassesten Maschinen töten und alles Mögliche organisieren für uns? Danach machen wir die eventuell eine Rüstung. Aber Moment, es gibt noch ein bisschen mehr. Die machen mich fertig. Fertig. Ich habe genug von dem Saftladen hier. Und sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.